Hallo und willkommen zurück zu Dieses 4. Wir stylen heute die Nevia um und zunächst mal machen wir das aktiv raus. Sie ist jetzt böse und sie wird... Jetzt kommt, finde ich auch gut. Ihr wollt das pure Böse aus ihr machen. Kindisch, wahnsinnig. Böse. Eifersüchtig. Die ist böse und gemein. Holla, die Waldfee. Okay, Gesicht lassen wir natürlich erstmal so. Also lassen wir generell so. Die Haare finde ich eigentlich ganz gut. Wie man die Alltagsklamotte. Ich finde die Haare jetzt ehrlich gesagt ziemlich cool. Wir könnten natürlich aus ihr den ruchikoseren Stil geben. Die Haarfarbe bleibt. Das ist die Mama. Die Haarfarbe bleibt auf jeden Fall. Nochmal zurück. Ja. Lassen wir erstmal so. Gucken wir uns dann nochmal an. Make-up. Bitte das Standardmäßige. Sieht man gar nicht so sehr bei ihr, ne? Sieht man ein bisschen. Wir könnten sie natürlich auch so ein bisschen krasser machen. Einfach so vom Generellen her so ein bisschen. Oh Gott. Aber irgendwie. Es ist doch perfekt. Ja, es ist jetzt alles irgendwie nicht so meins, muss ich ehrlich sagen. Was ist denn damit? Das ist okay. Aber ich glaube, wir bleiben doch ein bisschen. Aha. Ich weiß nicht, warum ich immer sage, das dauert. Mach mal einen Eyeliner drauf, bitte. Wie sieht denn das dann aus? Ja, schon eher. Damit können wir was anfangen. Die Wangen bleiben bitte so. Gesichtsbemalung brauchst du keine. Das finde ich okay. Hier können wir ruhig ein bisschen krasser zur Sache gehen. Ja, krasser ist das jetzt auch nicht unbedingt. Gab's nicht? Wo gab es denn? Wo gab es denn? Tja. Nimm mal das hier raus. Dann gucken wir jetzt nochmal. Ich finde, das hat irgendwas, ne? So vom Bild her hat es auf jeden Fall was. Aber wenn man sich dann so anguckt, dann irgendwie doch nicht. Da kriegst du eines von denen auf jeden Fall, und zwar in Schwarz. Genau. Dann Eyeliner, dann nehmen wir auch mal Abendkleidung raus. Nee, da brauchst du schon. So nicht. So, eventuell. Was damit? Das ist okay. Wangen, da könntest du eigentlich ein bisschen was vertragen, ne? Aber lass mal, ist dir zu doof, das machst du nicht. Lippen. Boah, die ist ganz schön blass. Finde ich. Die ist echt ganz schön blass, ne? Hier bitte nur Eyeliner.
doch nicht so krass, bitte. Sie sieht mehr aus wie ein Vampir. Hier ist nichts drauf, ne? Sie sieht mehr aus wie ein Vampir, Niki. Muss ich ganz ehrlich mal sagen, also. Oder? Täuscht das? Das ist eigentlich eine coole Farbe. Oh. Nein. Ach, das ist alles nicht so einfach. Und wir hängen noch beim Make-up. Mal das hier. Und schwarz. Wir machen das hier mal ganz klassisch bei ihr. Und da das hier. Genau. Oh, ist die Plus. Krass. Macht's ein bisschen besser. Aber es sieht irgendwie doof aus. Egal, bleib's halt so. Auch hier machen wir einen Eyeliner, bloß ein bisschen. Das ein bisschen. Lippen bitte auch ein bisschen. So. Genau. Die ist auch so dünn, wenn ich mir das mal so angucke. Gut, kommen wir zum Klamotten. Sie ist böse. Ja, versuche natürlich so ein bisschen was charakterlich Passendes zu finden. Ah. Das ist natürlich überhaupt nicht passend. Sie könnte natürlich auch so ein bisschen offenherziger sein, so eine kleine. Ich sag's jetzt nicht. Ja, gefällt mir bis jetzt sogar noch am besten. Nimm mal, zieh mal die Hose. Also das hier auf keinen Fall. Hauteng. Das ist doch nicht hauteng. Ah. Mal ein Blau, bitte. Guck mal trotzdem noch mal nach dem T-Shirt. Oder nach einer Bluse vielleicht? Nein. 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 Ich finde die ja persönlich irgendwie ganz schön. Ja, nee, hier ist es. Ja, aber irgendwie ist es ganz schön langweilig dann, ne? Jacken, T-Shirts. Was denn damit? Naja, so richtig auch nicht. So, da haben wir hier jetzt erstmal nichts weiter. BHs, Badeanzüge, Westen. Westen? Dann wäre das ja vielleicht noch was. Ja. Ja, das könnte ich mir schon fast vorstellen. Das ist ein bisschen krass. Polish jetzt nicht. Mit Knöpfen. Tanktops. Das hat die kleine andere an. Oder sowas hier. Und so ein Pink. Wollen wir sie so ein bisschen pink machen? Aha. Ja, das finde ich eigentlich ganz gut. Möchte jetzt hier ganz schön, aber ich glaube, das wird besser. Die Schuhe finde ich persönlich in Ordnung. In schwarz. Die Schuhe finde ich persönlich ganz gut. Mir ist das Oberteil irgendwie noch nicht so ganz
So ganz ist das Oberteil noch nicht für mich. Wie ist denn das hier? Ah. Jetzt muss man schwarz an, bitte. Nee, doof. Das hier? Schon eher. Das hier auf jeden Fall schon eher. Könntest du jetzt wieder in Schwarz kriegen? Guck mal nochmal nach den Hosen. Wenn wir die jetzt noch in Schwarz nehmen? Oder in Weiß? Ah, in Weiß. Die Hosen sind irgendwie auch nicht das Wahre. Also wir gucken nochmal nach Hauteng. Da ist sonst nichts Besonderes. Dann gucken wir mal nach Dreiviertel. Ja, ist nicht so die Welt. Ah. Kurz vielleicht? So? Nee. Manchmal so nach Hosen. Okay. Das sieht ja voll beknackt aus. Aha. Das sieht auch beknackt aus. Aber richtig beknackt. Das ist aus dem Vampir-Pack. Das ist auch aus dem Vampir-Pack. Ich hätte schon nicht gern, dass sie die Hosen. Die Schuhe über den Hosen hat. So rum. Wie sieht denn das hier aus? Ist das in dem coolen Schwarz? Ja. Das ist doch schon eher was. Da könntest du auch hier so. Das finde ich gar nicht so doof. Das finde ich echt gar nicht so doof. Blau. Bisschen weiß. Das ist Custom Content im Übrigen. Guck mal, das hier. Könnte sie natürlich auch so tragen, ne? Weil ich das hier echt irgendwie cooler finde. Gucken wir nochmal schnell nach dem T-Shirt. Ach, das kann eine unendliche Geschichte werden. Wenn sie das T-Shirt jetzt in Rot, gibt es die Schuhe auch in dem Rot. Nicht ganz dasselbe Rot. Aber sie könnte sie die Schuhe in Weiß tragen. Bitte steinigt mich nicht. Aber irgendwie finde ich es cool. Das nimmst du mal. Hier guck mal nach Kombinationen. Outdoor-Sets, kurze Kleider. Nö. Das hier in einem Lila. Finde ich ganz annehmbar. Nee, das nicht. Dann bitte das in dem Lila und dann kriegst du hier. Schuhe mit Kalbs. Hochhackige Schuhe, hier sind sie. In Lila. Gott, das sieht ganz furchtbar aus. Aber egal, das kriegt sie jetzt. So, Sportklamotte. Ah. Nein. Nivea, nein. Was auch immer du dir dabei gedacht hast, das ist ganz schlecht. Auch da können wir doch gerne ein bisschen in die in diese Richtung gehen. Sogar eher in diese. Ja. Beinbekleidung. Mal nach kurzen Hosen gucken. Da ist natürlich hier gar nichts, ne? Das sieht alles bescheuert aus. Seien wir ehrlich. Das sieht alles richtig bescheuert aus. Nimm mal bitte die Teile hier weg, genau. Zeig mal die in Lila.
Das finde ich eigentlich ganz okay, das würde gehen. Und Schuhe, dann ganz normale Turnschuhe dazu. Oder die hier. Nee, ganz normale Turnschuhe. Ja, genau, Ich weiß auch nicht, ich bin mir auch noch nicht so sicher. Nee, wir. Sind wir doch beim Schwarz? Es ist alles nicht so einfach. Wir sind doch hier bei dem. Dieser Farbverlauf sieht ganz bescheuert aus. Ach komm, dann kriegst du die hier. Das ist okay. Das ist die Schlafklamotte, dann ziehst du bitte erstmal die Schuhe aus. Und da bekommst du. Nö. Gibt's denn das so als Kombination? Das finde ich irgendwie immer cool. Ich glaube, Nivea würde eher das hier tragen. Ja, Nivea kriegt das hier. Oha, Nivea. Oha. Es ist so. Ich weiß nicht. Sie ist halt so blass, ne? Das sieht halt irgendwie alles komisch aus, weil sie blass ist. Das ist ihr Party-Outfit. Ja, vorgefertigte Looks. Da ist jetzt eigentlich so wirklich das Wahre dabei. Nichts, was Nevia anziehen würde. Ha. Nevia, Nevia, Nevia. Mit dem hier. Oh, großer Gott. Also sie würde es wahrscheinlich anziehen. Das ist das, was die Mama eine Weile anhatte. Ich finde, das hat auch noch immer was. Kriegst das hier. Dann Kleidung. Die Beinbekleidung. Passt null. Damit auch nicht. Kurze Hosen. Wobei Nevia natürlich mit so kurzen Höschen Party machen gehen könnte. So prinzipiell. Das eher nicht. Das eher auch nicht. Das auf keinen Fall. Das eher auch nicht. Sieht aus wie Sporthosen. Vielleicht überlegen wir uns das mit dem T-Shirt nochmal. Ich finde an sich die Idee, dass sie so ganz knappe Hosen trägt, passend. Braun. Und weiß. Okay, wir überlegen uns das mit dem T-Shirt nochmal und nehmen da auch was Knapperes. Ja. Ja. Bin ich prinzipiell nicht mal abgeneigt von. Nicht vergessen, sie wird mit böse Bitch. Wie ihr das wolltet. Ihr habt es euch so ausgesucht. Ach, es ist alles nicht so einfach. Ich hätte ja schon gern diese kurzen Hosen, finde ich, haben irgendwie was. Nur ein Blau an. Halt nur die Farben sind immer so ein bisschen doof, sag ich mal. Gibt's die denn nicht in einem coolen Schwarz? Bitte. Was ist das für eine? Das ist ein Röckchen. Das sieht voll bescheuert aus.
Oha. Oha, Nevia. Wie sieht das denn aus? Nee, du. Ach, das T-Shirt nochmal. In schwarz, in weiß. Nicht einfach. Ja. Nee. Nee. Das hier? Auch das eher nein. Auch das eher nein. Ah. Das hat sie jetzt ja schon mal an. Nimm mal bitte das Ausgekleidung raus. Wir schauen mal kurz bei Packs. Nee, Inhalt. Benutzer definiert. Nee. Dann bei Packs. Großstadtleben und Vampire. Vielleicht noch Luxusparty, weiß nicht, ob da was dabei war. So, bin ich natürlich rausgegangen. Ja. Und dann schauen wir jetzt nochmal. Oh Gott, das ist echt schwer. Das ist gerade echt sau schwer. Ich kann ja einfach nur ein BH anziehen. Aber das ist natürlich auch doof. Was sind jetzt Tanktops? Ja. Sie kriegt ja halt doch das Schwarze. Hier sind. Hat er kaum Brust, ne? Sie sieht es wahrscheinlich also ein bisschen komisch aus. Ja. Was denn damit? Oder damit? Was übrigens fast dasselbe ist, ne? Nur in anderen Farben. Oder doch das hier. Das ist doch gar nicht so scheiße. Kannst du mir das an Weiß kriegen? Das finde ich jetzt gar nicht so scheiße. Das nehmen wir. Schuhe. Da würde ich ihr gern solche Mörderstiefel geben. Die offen sind, so zum Teil. Die sind ganz gut. Und glaube ich auch die einzigen, die offen sind. Ja. Sonst haben wir ja jetzt hier nicht so viel Auswahl. Das finde ich eigentlich ganz gut. Das sind halt jetzt dieselben Schuhe, wie sie die Niki schon anhat. Was ist mit denen hier? So Hexenstiefel? Oder sie kriegt halt doch so hochhackige Latschen. Ne, die nicht. Die auf keinen Fall. Die hier wären okay. Ach, Mensch, Mäuschen. Gibt's halt in keinem anderen Farbton. Die sehen richtig scheiße aus. Nee, weißt du was, Mäuschen? Das ist jetzt so, du kriegst jetzt die weißen hier. Ja. Mit Gold? Nee. Mit Schwarz vielleicht? Nee, ganz in weiß. So, dann haben wir die Schwimmklamotten.
Da bitte auch einmal die Accessoires weg. Die Nevia trägt aus einem ganz speziellen Grund keine Accessoires. Sie ist zu cool für Accessoires. Ja, sie hat das gar nicht nötig. Ihr ist das alles zu doof. So, und dann machen wir es auch die Nevia. Ein bisschen normaler. Vom Körper. Kann sie ruhig ein bisschen dünner sein. Aber nicht so. So, stelle ich mir bitte so hier hin. Das sind große Brüste. Das ist okay. Die Nevia kann ruhig ein bisschen schmaler sein als die Nikki. Kann ein bisschen weniger Muskeln haben. Oha. Gar nicht so einfach hier. Aber ich glaube, jetzt ist sie ein bisschen schmaler als Nikki. Diese Hautfarbe stört mich so ein bisschen. Die irritiert mich komplett. Aber Nikki sieht ja auch so aus. Gut. Was hat denn die Nikki hier für eine Hautfarbe? Die vierte von links. Die Sam hat... Die Sam hat wieder ganz schön zugelegt. Ich will das besorgen schon. Sam ist eher braun. Der Matt ist, glaube ich, der Verursacher der blassen Haut. Gott, Matt. Ja, Matt ist der Verursacher. Aber ich würde denken, da ändern wir gar nichts dran. Wir lassen sie ein bisschen blass. Also so ein bisschen eigen von der Hautfarbe her. Vielleicht doch noch einen Ticken schmaler. Ja, war. Warum auch immer ich das Bedürfnis habe, weil sie böse ist, sie ein bisschen schmaler zu machen. Keine Ahnung. Kannst du jetzt nochmal? Oh. Nee, das ist so auf keinen Fall. Sie kann schon so ein bisschen trainiert sein. Sie könnte sogar meinetwegen richtig trainiert sein. Aber was für ein angenehmes Level. So. Und ein Stück schmaler. So. Gucken wir es uns nochmal an. Nee, nicht so nah. Ja. Ja. Ich würde denken, es passt so. So, erstmal vom Klamotten hier. Es sind 28 Minuten. Ach du Scheiße. Die Haare lassen wir im Normalfall so. Wir gehen jetzt hier ein bisschen im Schnelldurchlauf durch. Jo. Steht ja aber auch kurze Haare, ne? Kurze Haare würden ihr prinzipiell stehen. Aber wir lassen mal die lang. Lang bitte. Aha. Und dann das hier. Zum Sport, den Pferdeschwanz. Dann, ja, ach, guck mal, schön. Zum Schlafen ganz normal. Zum Party machen. Nee. Nee. Welche Frisur? Ich finde die irgendwie voll cool. Die kriegt sie also zum Party machen. Und zum Schwimmen ganz normal. Oder Pferdeschwanz. Da kriegst du auch die hier. Ja. Zum Schwimmen, Pferdeschwanz. Das zum Weggehen. So zum Pennen. Keine Schuhe, sehr gut. Zum Sport. Wir gehen wieder. Und das ist ihr Standardoutfit. Und damit hätten wir Klein Nevia eingekleidet. Ja, ich bin doch ganz zufrieden, muss ich sagen.
So machen wir das. Sie ist böse und gemein. Und ich bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind bei über 30 Minuten. Ich wusste, dass das lange dauert. Aber so ist das nun mal, wenn man die Sims einkleidet. Zumal es mir bei ihr jetzt wirklich schwer gefallen ist. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Ciao.